Ich war heute einfach so müde und so gestresst und wieder Mathe. Und nächste Woche, also morgen schreiben wir Deutsch, Schulaufgabe, und nächste Woche schreiben wir Mathe. Wir müssen ja bis morgen eine Lektüre lesen. Ich glaube, 2 oder 3 Kapitel, die muss ich noch schnell lesen. Dann schaue ich mir noch kurz Deutsch an. Beziehungsweise ja, auch noch morgen, weil wir schreiben in der dritten bis vierten. Und mein Gott, das Wochenende, ich spüre das gar nicht. Also das kommt mir einfach vor wie nicht mal ein Tag, wie so ein halber Tag kommt mir das vor. Und die Zeit geht auch irgendwie so schnell vorbei. Also ich kann mich gerade noch erinnern an den letzten Sonntag, also an den Sonntag, der war, und wo ich mir dachte, Alter, ich war das ganze Wochenende zu Hause, hab mein Wochenende eigentlich nicht so richtig genossen, also indem ich irgendwie rausgegangen bin oder irgendwas gemacht habe. Und jetzt muss ich einfach wieder in die Schule und wieder neue Schulwoche. Da bin ich so, Alter, und jetzt ist morgen schon Freitag und wieder das Wochenende. Ich versuche jetzt aber, auch wenn wir nächste Woche Mathe schreiben, ja trotzdem rauszugehen, trotzdem was zu machen, weil ich muss einfach mich wenigstens ein bisschen abschalten von dem Ganzen hier, wobei ich nicht mehr weiß, was mich so wirklich anstrengend, weil Schule habe ich ja jetzt in dieser Klasse nicht lang. Ich meine, das ist jetzt nicht so anstrengend wie meine alten Klasse, weil dieser Klasse der Druck nicht so da ist. Obwohl natürlich, er ist immer da, man muss immer gute Noten schreiben. Aber in der alten Klasse ging, also da ging halt alles ganz schnell voran. Und hier ist es natürlich auch so, dass mir dann gleich irgendwie von mir was erwartet wurde und ich manche Aufgaben oder Teste gleich mitschreiben musste und dass ich trotzdem ein halbes Jahr verpasst habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche einfach wieder die Ferien, weil das Wochenende ist gar nichts. Das Wetter war auch eigentlich gar nicht gut. Ich bin einfach so fertig. Ich weiß nicht, was mich so fertig macht. Also ich bin jeden Tag so müde und gestresst und unmotiviert. Und dann denke ich mir so, Alter, man kommt endlich das Wochenende. Aber am Wochenende habe ich dann keine Kraft oder Lust, mich zu freuen. Also ich kann mich dann nicht mehr freuen am Wochenende. Also es sind natürlich jetzt nicht jedes Wochenende so gewesen, dass ich nichts gemacht habe. Aber ich glaube, so die letzten 2 Wochenenden habe ich nichts gemacht. Aber ich muss irgendwas machen. Ich kann jetzt nicht noch am Wochenende zu Hause traurig rumliegen. Alter, Leute, ich kann nicht mal eine Schullektüre lesen, ohne dass irgendwelche Zahlen und Formeln drin vorkommen. Also, Entschuldigung. Was ist denn das, Alter? Können Sie bitte noch mal kurz runter machen? Möchten Sie es noch abschreiben? Ja. Genau. Also erste Landtagswahl, unabhängige SPD, BVP und SPD gewinnen. Er wollte dort seinen Rücktritt verkünden. Also er war auf jeden Fall ein Politiker, Schriftsteller. Er war damit bekannt, dass er monarchiekritische Artikel veröffentlicht hat. Er war außerdem Mitglied der SPD und trat auch gegen die deutsche Kriegspolitik wie auch gegen die USPD an. Also ich würde sagen, wir besprechen dann aber erstmal so ein bisschen, wie es dazu kam, dass die NSDAP jetzt angebracht. Außenpolitik, dann ist halt Kriegsbeginn und da wird es dann vielleicht dazu passen. Aber das ist ja. Kaufst du denn extra Kamera dafür? Ja, wir machen alles auf Englisch. Wieso auf Englisch? Damit findet man es kein Ausweis. Wir geben auch Titel und alles auf Englisch. Damit mehr Leute zugucken würden. Auch, ja. Und 100.000 hier irgendwer. Was? Aus Deutschland, irgendwer. Das kann man auch trotzdem sehen. Ja, aber ich glaube nicht, dass die ja, aus München oder so. Ich glaube, es wird denen trotzdem vorgeschlagen. Ja. Hast du Angst, dass sich jemand findet? Ja, ich habe mich so in der Schule geschaut. Was hast du vor zu machen? Storytime, Party-Themen, Party-Themen. Dann Drunk at Ready to Meet. Zwischen Verlust. Also sie trinken sie die ganze Zeit. Ich schau mal so. Nein! Na, dann fangen wir das mal. Ich muss
eine machen. Ja, das ist eigentlich nur Schmuck und Klamotten. Weil eigentlich ist das ganz falsch schwer. Ja, bei YouTube haben auch viele. Mach deine Vlogs. Guck ich dann so richtig, was du nach der Schule machst. Wann fängst du an? In den Ferien? Bin mal gespannt, was du so produzieren kannst. Igor? Wie nennen dich eigentlich deine Eltern? Gosha? Da. Gosha, das ist sogar schön, ne? Igor. Igor. Nee, Igor. Это по-немецки Игорь. Игорь. А по-русски? По-украински? Игорь. Думала, Игорь. У нас Игорь. Сокращенная Гоша. Так же, как, например, Саша, Александр. По-другому в Не так, как в России. Ты выговариваешь Г? Г выговариваешь? Г. Ну потом я говорю, почему они не говорят Игорь. А в немецком тоже нет Г. Но они же не немцы. В Украине нету, да. Есть Г, но мы не имеем Г, Игорь. Не знал, поэтому я спрошу. Ja, fangen wir mit Deutsch an. Ja, Deutsch ist der verschönende Bereich. Deutsch ist schön. Ja, ja. Hat viele getrennte Buchstaben. Mhm. Und da kann man schön ordentlich. Ja, genau. Und deswegen kann ich auch niemals Französisch sprechen, weil das mit diesen Apostrophen. Ja, Fabian, das mussten wir alles durchmachen. Ich fand es so witzig, wenn du gesagt hast, je m'appelle Fabian, j'ai 20 ans. Was heißt das, das letzte? Ich bin 21 Jahre alt. Und deswegen hört sich das so komisch an, so 20 ans. Weil an heißt Jahre. Es ist so, dass alle so Politik-Wochenberichte machen und einfach nur Wochenberichte, halt sowas in der Welt passiert, Nachrichten halt. Und ich war halt gar nicht angemeldet und ich habe halt gesehen, dass der letzte am also 7. Februar hält, also der letzte Freitag vor dem nächsten Freitag, wo dann am 14. die Halbjahreszeugnisse gegeben werden. Da waren zwei dran, aber der Chris, der ist ja gegangen. Das heißt, da war noch ein Platz frei. Aber genau, dann habe ich einfach gefragt, ob ich eins halten muss. Und sie so, musst du nicht, kannst du im zweiten Halbjahr machen, aber wäre halt gut für die mündliche Note. Und dann habe ich mich eingetragen für den 7. Die einen, die machen halt immer so Wandposter, also die malen irgendwas und kleben es dann auf die Wand. Und dann hat die eine Lehrerin gesagt, wenn ich später mein Kind habe, irgendwann mal, dann hänge ich es ihm auf. Also wir haben in Religion diese ganzen Urheberrechte durchgenommen. Was sie durchgenommen, wir haben nur ein Blatt dazu gelesen, Recht am eigenen Bild. Und davor habe ich halt beiden zugehört, dass irgendwas mit YouTube und Hochladen und Vlogs, und so, Alter, was machst du YouTube oder so? Dann habe ich sie gefragt, was? Also, was willst du hochladen? Und sie so, ja, ich habe mit meiner Cousine überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten. Alter, das war so. Oh mein Gott, ich habe es echt nicht geglaubt, dass es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der jetzt mich verstehen wird und den es auch interessiert wie mich. Genau, sie hat gesagt, so, sie will in 2 Wochen oder so, 1,5, 2 Wochen, einen Kanal öffnen oder schon ein Video hochladen, weiß ich noch nicht. Ich wollte es jetzt auch nicht so groß befragen. Genau, also ich habe sie halt so gefragt, ihr habt ja selber eigentlich gehört, so, ja, vielleicht Beauty und Vlogs. Sie hat halt gesagt, auf Instagram ist es irgendwie schwer aufzufallen. Ich so, ja, auf YouTube. Entschuldigung, ich mache das schon seit fast 3 Jahren. Aber naja, mal gucken. Vielleicht werden wir so die YouTube-Stars der Schule. Dann hat die Lehrerin in Religion hat sie so gefragt, ja, jeder hat halt verschiedene Themen bekommen. Wir haben zum Beispiel Verlinkungen und jemand hatte YouTube oder so. Die Lehrerin so, ja, wenn du YouTube-Star bist, wie verdienst du denn dein Geld? Und die eine so, ja, durch Likes und Klicks. So, hey, die Likes spielen überhaupt keine Rolle. Und auch die Klicks nicht. Muss Werbung einschalten.
Ah ja, und in Deutsch haben wir die Charakterisierung geschrieben, Leute. Und die Zeit war einfach so knapp. Wir hatten 2 Stunden Zeit. Also ich habe zwar alles neu hingekritzelt, aber ganz, ganz schnell, als die letzten 3 Minuten gingen, habe ich dann aufgehört mit meiner Charakterisierung, habe schnell das Fazit geschrieben. Ich habe so viele Stichpunkte gemacht, so viel, was ich ausformulieren wollte. Und ich war so unter Zeitdruck. Ich habe alles durcheinander gebracht und weiß nicht mehr, ob der Zusammenhang stimmt. Ah ja, genau. Und die Lehrerin hat noch gesagt, also die Englischlehrerin, sie unterrichtet ja auch noch bei der Klasse, die zu uns nur dazukommt. Und sie hat gesagt, dass sie da total Angst davor haben, in unsere Klasse zu gehen, weil sie nicht wissen, wie das alles sein wird. Weil wir sind die einzige Klasse, also in unserer Jahrgangsstufe, die in einem Hauptgebäude hat. Alle anderen Parallelklassen haben im Nebengebäude, wo ich auch hatte. Und wir sind eben die einzige Klasse. Und das Ding war halt, am Anfang, als ich mir den Stundenplan angeschaut habe von allen Klassen, habe ich mir gedacht, Alter, bitte nicht in diese Klasse, wo ich hier bin. Ja, weil wegen Dienstag 4 Stunden Mathe, also Entschuldigung. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, mal gucken, wie es sein wird. Und genau in die Klasse wurde ich eingeteilt. Aber ich bin ziemlich froh, weil zum Beispiel die A-Klasse hat irgendwie montags, dienstags, Mittwoch bis 3. Dafür am Donnerstag nur bis 11.30 Uhr, also nur 4 Stunden. Und ich bin so... Geil, also richtig unnötig. Die C ist auch irgendwie komisch aufgeteilt, dass sie dann irgendwie mal bis 4, bis 3 und dann wieder mal kurz, also keine Ahnung. Freitags bis 3? Nee. Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Also da gibt es auf jeden Fall noch 2 Klassen aus unserer Jahrgangsstufe, aber ich weiß nicht, ich glaube nur eine davon wird. Ah ja, genau, ich glaube nur eine davon wird aufgelöst und die eine Hälfte kommt in die andere Parallelklasse und die andere Hälfte kommt zu uns. Weil sie sind, ich glaube, die A-Klasse wird aufgelöst, sie sind insgesamt 12 Schüler und 6 kommen dahin, 6 kommen dahin. Genau, so die haben sie einfach gefragt, wer unbedingt mit wem zusammen sein will und dann wurden die aufgeteilt. Aber ich finde es halt, es macht schon einen Unterschied, weil ich meine, wenn du nicht mit deiner Freundin oder so zusammenkommst, weil das ist ja nicht einfach so im gleichen Gebäude, sondern es ist komplett woanders. Also richtig umständlich dahin zu kommen, sind ja vielleicht 5 Minuten, aber trotzdem geht man dann nicht nochmal hin, so extra. Wisst ihr, was ich meine? Man ist trotzdem nicht zusammen, auch nicht in einer Pause oder so. Außer man latscht erstmal dahin. Da hätte ich ja auch ehrlich gesagt keinen Bock. Genau, aber mal gucken, wie die so sein werden. Ich war echt total überrascht, als die eine gesagt hat, sie will YouTube machen, und noch überraschter war ich, als die andere gesagt hat, ja, warum nicht? Also das hätte ich in meinen alten Schulen nie gehört. In meinen alten Schulen hätte das nie irgendjemand gesagt. Also, ja, dann weiß ich schon mal, dass ich willkommen heiße. Wenn ich das denen erzählen würde. Aber vielleicht auch nur nicht bei mir. Vielleicht klappt es bei der anderen, aber nicht bei mir. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, also wir sind ja jetzt schon irgendwie in einem anderen Alter und wir sind alle reif und wir sind schon eine gute Klasse mit einem guten Zusammenhalt. Ich denke nicht, dass ich da gemobbt werde. Obwohl die hier gesagt hat, die YouTube machen will, dass sie nicht will, dass ihre Videos in der Schule vorgeschlagen werden, weil sie dann nicht will, dass sie das alle wissen. Wahrscheinlich hat sie dann auch irgendwie Angst, dass, weil sie gesagt hat, ja, ich will nicht komisch angeschaut werden, aber mal gucken. Aber ich würde das auf jeden Fall denen nicht in nächster Zeit erzählen.